Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge sind wir in den Wald eingedrungen, weil wir herausfinden wollen, was wir für ein Lied lernen müssen, damit der Gurone, also der Guronia oder wie der es hieß, oder Geruna, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall damit der mal wieder ein bisschen mehr Spaß im Leben hat, ne? Also wir sollen den aufheitern mit einer Melodie und wir sind auf einem guten Weg dabei, es zu machen. Wir hören nämlich schon diese Melodie, wo die herkommt, und gibt es noch viel mehr. Oh no! Oh ne! Scheiße, ich habe keinen Bock, Game Over zu gehen. Oh. Ja, Game Over, toll. Ey, wenn ich jetzt in Kacke Spiel schon sichern, ja, gibt ja nichts, verlieren. Spiel vorsetzen, ja. Oh, ich hoffe, ich komme da wieder raus. Sehr schön. Ich muss mein anderes Schild irgendwo anlegen. Weil da wieder diese Kackviecher sind. So. Ja, komm her. Oh, hast du Angst? Du tust mir aber leid. Immer schön ausweichen. Hui, hey, ich dachte, die verschwinden, wenn man nah dran tritt. Egal. Wir haben es ja gleich geschafft. Was ist das denn hier? Muss ich da durch? Später kann man das Labyrinth einfach überfliegen, sozusagen. Stirb. Oh. Hm. Ja, egal. Immer schön weiter durchs Labyrinth. Ist halt nicht mein Labyrinth, ist einfach stumpf durchlaufen eigentlich. Groß verlaufen kann man sich dann nicht. Na komm! Oh. Die schießen sogar zweimal. Oh. Die sind vielleicht knuffig. Ich will auch so ein Gänse und Haus hier haben. Kam mir nicht noch irgendwie eine Spinne runter? Ach ne, ich glaube nicht. So, und jetzt sind wir endlich am Ziel. Gott sei Dank. Was geht hier vor sich? Salia! Salia spielt auf ihre Ocarina. Schleicht sich nachts in den Wald, weil die ganzen Monster und dann... Ich habe auf dich gewartet, Donde. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Und da hat sie auch recht, aber ich will ja nichts erzählen sonst. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja klar. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Klar. Und jetzt sind wir an der Reihe. Da 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 da. Und jetzt geht's los. Wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Ja. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Hm, habe ich eigentlich noch nie gemacht, so wirklich. Und wieder ein neues Lied gelernt. Du hast Salias Lied erlernt. Und ratet mal, was wir jetzt machen. Wir laufen wieder zurück. Oh, was hat Navi zu erzählen? Impa sagte, dass sich der heilige Stein des Feuers irgendwo im Todesberg befindet. Ja, du bist witzig, Navi. Ich speichere mal kurz. Hab schon jetzt 2 Minuten nicht gespeichert. So. Ja, Navi, du hast recht, aber Problem ist einfach. Müssen wir wieder durch die halbe Weltgeschichte laufen. Aber wir können uns den Weg zum Glück abkürzen.
Und hier drin war noch irgendwo ein Schatz versteckt, glaube ich. Genau hier. Ne, hier war ein Loch. Und wo führt uns das hin? In einen Feenbrunnen. So, wenn man die berührt, dann geben die Leben. Die kann man aber auch einfangen. Die sind sehr nützlich, die Feen. Die können dann wiederbeleben, wenn man stirbt. Und ich werde auch später wohl immer so ein paar mit mir mitführen. Aber jetzt noch nicht, weil ich keine Gläser habe und zu faul bin, welche zu besorgen. Hopp, links, spring! Und nochmal link, hopp! Und nochmal link, hepp! Und nochmal link, hepp! Schön link, du bist echt super! Gut, wir haben ja was jetzt. Ah ja, das Lied spielt immer weiter. Oh, die Olschen. Donde, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Woher wusste der das denn? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an der anderen Ort ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Hyrule ist aber das ganze Königreich. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, so werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles nochmal sagen? Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Aber die Lieder sind cool. Und einfach wegen der Vollständigkeit halber, zeige ich jetzt nochmal. Wir sehen keine Notenlinien, aber trotzdem. Können wir dann spielen. Wird noch von großer Bedeutung sein. Und das Lustige am Wald ist, egal in welche Richtung wir jetzt gehen, wir kommen am Anfang raus. Oder werden eher, gehen eher komplett auf den Wald sogar raus. Hep! Nein, Link! Achso, nichts was ich stehe. Naja, das Spiel. Die haben sich da damals wohl was Schönes mit einfallen lassen, wie sie das entwickelt haben. Nun denn, dann mal zurück zum zu Goronia. Zum Dorf der Goronia. Genau so hieß das ja. Goronia. So, die Zombies lachten manchmal gekonnt ignoriert. Einfach weil wegen so und so, ne? Da vorne ist auch schon der Todesberg. Jetzt laufen wir nochmal zurück. Ich hätte es natürlich auch cutten können, klar. Aber warum? Ich meine, wir spielen das Spiel zusammen, wir machen ein Let's Play, also wird auch der ganze Umfang gemacht, ne? Es sei denn natürlich, man beschwert sich, ja komm, kühl's doch mal ein bisschen ab, das ist so scheiße. Wenn du 20 Minuten hin und her läufst, aber das ist bei Zelda nun mal leider so. So, dann haben wir das gleich auch. Dann sind wir gleich in Goronia. Kann man hier nicht irgendwo drüber springen? Ich glaube, hier kann man drüber, ja. Ist da nur Stacheldrahtzaun? Wo spawnt der denn? Der spawnt auf dem Holz oder was? Jetzt hat er uns mich zweimal auf den Arsch gehauen. Der fühlt mich sexuell belästigt. Wie spät machst du eigentlich mittlerweile schon? Ich nehme ja schon 40 Minuten auf. okay. So lang auch nicht mehr. 20 Minuten noch, dann mache ich 4 Folgen raus. Denke ich einfach mal, ne? Ja. Ist schon wieder Nacht, ey. Ach, Link. Linkus. Egal. So, wenn wir dann gleich mit Gerudia reden. Den König der Goronen. Ich weiß gar nicht mehr, was so alles passiert. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Massaker, wie so eine Eintagsfliege. Oder ja. Weiter kann ich mir auch nichts merken als ein Eintag. Ja, ja. Oh Mann, ey. So, müssen wir eigentlich noch zum Todesberg hoch?
Oder. Ich meine, wir sind ja auf dem Todesberg, klar, aber müssen wir hoch bis zum Vulkaneingang? Vom Todesberg. Ist auch gefährlich, ne? Guten Morgen! Musik geht dann das erste Mal. Ja. Oh. Bin jetzt extra ausgewichen. Was hat nochmal der Kreis zu bedeuten? War hier irgendwas? Keine Ahnung. Naja, egal. Nein, Link. Das war ja mal cool. So, dann mal schauen. Wir haben jetzt das Lied gelernt. Und jetzt wird der gute Mann. Ne? So, hier, wie geht das mal? Ne, wie geht's? Ne, das war ein anderes. Ne. Warte. Ne, das war das Bolero des Feuers, glaube ich sogar. Ne, das wurde mit A und so gespielt. Zum Glück hat man das Menü, ey. Ich krieg das schon in die Saale, das liegt schon nicht auf die Reihe bekommen. Okay. Salias Lied gespielt. Und jetzt geht der Punk ab. Das sieht doch aus wie so ein Punk, deswegen ja. Link ist schon da hinten. Okay. Oh, wow, das groovt. Habe ich das letzte Mal Groove gehört? Yeah, yeah, yeah. Ein heißer Beat. Groovy. Let's dance. Ne, wir machen Let's Play. Yeah. Yahoo. Das ist jetzt. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Darunia, nicht Garunia. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Jupp. Der heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du zu einer Würde bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dugongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss, Volkes. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk, der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit auf. So, jetzt hat Link He-Man-Kräfte bekommen. Und wie es weitergeht mit Donnerblumen und so, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hoffentlich seid ihr dabei. Wenn ich heute ein bisschen wenig geredet habe, dann liegt das daran, dass ich schon seit 45 Minuten aufnehme. Egal. Hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge. Hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, Leute. Macht's gut und Link trägt ein Armband und ciao.